Ja, Freunde, willkommen zurück zu Remnant 2. Wir sind kurz davor, das DLC abzuschließen. Es fehlt nicht mal viel. Heute die Bewährungsprobe und das Atelier, das es noch gibt. Neuer Bild mit der Monarch. King Gatling nenne ich diesen Bild, der ein bisschen inspiriert ist von anderen verschiedenen Varianten. Ich habe noch nicht alles, denn eigentlich spielst du die Monarch. Das sind jetzt zwei Optionen von den Fähigkeiten, Armorklauf und Kugelhagel. Ein sehr mobiler Bild von Fähigkeiten her, ziemlich nice. Viele spielen es auf Crit, Feuerrate und schnell die Mod holen. Und Abklingzeitverringerung durch Deathloop, den du aber erst bekommst, wenn du auf Apokalypse die Quest abschließt. Damit hast du, glaube ich, was eine 1%ige Chance bei einem kritischen Treffer, dass die Abklingzeit der Fähigkeiten sofort zurückgesetzt wird. Da ich auch nicht so dumm bin und alleine auf Apokalypse durchspiele. Ich habe es versucht mit der Questline. Ich habe es nach 3 Welten sein lassen. Keinen Bock mehr gehabt. Nutze ich diesen Ring, Ring des Traumsaphirs, auch wenn ich sonst nicht mit irgendwelchen anderen Ringen auf Crit-Chance gehe. Sondern hier vielleicht nur mit 1000 Schnitte oder wenn ihr 1000 Schnitte nicht habt mit Momentum. Könnt ihr ordentlich mit Ring des Traumsaphirs die Abklingzeit abbauen. Nur alle 2 Sekunden für 4%, aber hey, das ist schon ordentlich. Eigenschaftstechnik finde ich vor allen Dingen wichtig. Abklingzeit. Ich habe das Gefühl, wenn ich switche, ich muss das gleich nochmal abändern, verliere ich einen Fähigkeitenpunkt. Aber gut, das mache ich gleich nochmal anders. Ja, genau. Eigentlich meistens derselbe Bild, ne? Und Mordlaufzeit erhöhen und Blitzzauber nutzen, da gerade das Berserker-Gehen von Draufgängerfähigkeit Amoklauf, die ich sonst noch länger in der Animation hält. Damit kannst du schon ein bisschen ausgleichen. Und ich probiere es auf Bollwerk. Und ja, Abklingzeit, Runenherz, damit ich während der Zeit, während die Abklingzeit abläuft, noch ein bisschen einen Vorteil habe, dass ich aufbaue, in dem Fall Mod-Energie. Und normalerweise, wie gesagt, auf Crit-Chance mit Deathloop hast du spielen. Ich meine, du könntest auch natürlich, was noch eine andere Idee war, dich nehmen, erstmal ohne das, hauptsächlich auf Crit-Schaden spielen, mit den typischen Crit-Ringen von Ring der Dorn und den typischen anderen Crit-Ringen wie Bürdenring des Glücksspielers. Du kannst zwar immer noch Kritten auf dem Harpoon-Modus, rote Kritzahlen holen. Ja, auf Kritschaden spielen wäre eine Option. Mit Blutungswettstein und windende Wunden auf der Monarch. Alles möglich. Aber ich wollte was anderes ausprobieren. Du könntest natürlich auch noch das goldene Band verwenden. Ach, das habe ich mir geholt. Habe es aber dann für dich genommen. Genau, bei Nimue. Brauche ich also nochmal das goldene Band. Mit Haste und Feuerrate. Aber hey, warum nicht mal Bollwerk spielen, wenn ich hier mit Bollwerk holen kann, sobald ich die Fähigkeit nutze. Und Stamina-Erhöhung nutzen für Herr der Schneide zum Lebensraub, für Energiewelle. Ansonsten Bollwerk für Verteidigung und getrockneter Tonring für noch mehr extra Schaden. Ja, das ist der Plan momentan. Ein sehr experimenteller Bild. Wir probieren, wie es läuft. Let's go. Wir sind bei der Bewerbungsprobe. Der Bereich, den wir jetzt spielen, den gab es auch schon in alten Bereichen. Ich wollte ihn nur noch mal anfangen, um euch... Ach, das war unter mir. Genau. Sobald ihr diesen Raum seht, gibt es hier die geheime Wand, wo ihr hochklettert. Dann geht es schön nach unten. Aus Spaß bekämpfen wir nochmal die ganzen Vollidioten, die echt kein Problem darstellen. Nebula an, Fähigkeiten reinhauen, Barb, Monarch, rein. Ausschalten und schmelzt dahin. So. Sogar noch Amoklauf gemacht, den wir gerade nicht mehr brauchen. Aber hey, ja, das ist der Bild. Also, was soll ich anderes sagen? Der Vorteil von dem Bollwerkbild ist halt, dass ich, wenn ich es geschickt anstelle, ordentlich im Anvisiermodus bleiben kann, den ich auch brauche, um die Kraft von Monarch zu nutzen. Ich meine, ihr seht schon, ihr macht auch genug Schaden, wenn ihr den Harpoon-Modus nicht nutzt für unendlich Reservemunition. Aber jetzt lasst uns doch mal gucken, was es hier Neues gibt.
Ich dachte, ich hätte jemanden gehört. So, Nebula. Oh, okay. So, neues Gebiet. Die Zeit ist gekommen. Das spüre ich von der Spitze meiner Hörner bis in meine Knochen. Bla 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 bla. Fußspuren. Okay, hier steht wahrscheinlich drinnen, wie man das löst. Es ist Vollmond und es ist die Zeit in den Krieger. Windstärke, Prüfungszeit, Pankrieger. So, also es könnte mein Vater, Fußspuren. Es könnte so ein Rätsel sein mit erst ging ich auf vier Beinen, weil ich ein Baby war. Dann auf zweien, als ich erwachsen war. Und dann auf dreien, als ich ein Opa mit Krückstock war. So ein Rätsel sein mit Fußspuren, Vater folgen. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Was ich halt gemerkt habe, als ich versucht habe, die Kampagne in den ersten drei Welten auf Albtraum alleine durchzuspielen. Was ich dann habe sein lassen. Dass ich mir häufig einen Schwierigkeitsgrad zwischen hart und unmöglich wünschen würde. Also in dem Fall zwischen Apokalypse und Albtraum. Okay. 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 Fallen ohne Ende. Das wird ein Spaß. Die Frage ist, könnte ich mit den Arkern hier drüber schweben und es nicht auslösen? Okay, irgendwie werde ich hier nicht vorbeikommen. Ah, okay, wieder so ein Rätsel. Ja, natürlich. Also. Extrem merkwürdig, dass er irgendwann mal Dinge macht und man nicht macht. So, wenn ich jetzt... Okay. Da komme ich ja offensichtlich nicht drauf. Okay, das war die richtige Entscheidung. Jetzt kann ich nur noch hier hin. Ja, okay. Jetzt kann ich nur noch dahin. Okay, Nummer 1 geschafft. Sehr gut. Und nur? Das. Könnte sein, dass jetzt die Stelle kommt, wo ich ein geheimes Buch finde und irgendwas dann da drin mit den Noten und... Oh. Oh, ich habe die Tür aufgemacht. So, kann ich von hier noch was erreichen? Ja. Könnte ich da irgendwie... Und weiter oben drauf. Aber ich komme ja eh nicht zurück. Okay, wir gehen einfach weiter. Weiter, 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 weiter. Dahinter komme ich eh nicht. Deswegen drop ich erstmal hier in Ruhe. Okay. Geheimgänger. Nope. Ist krass, dass hier, also du kannst mir nicht erzählen, dass eine Bevölkerung, die zu dieser Zeit diese Art von Bauwerken erschafft, für jedes Schloss einen anderen Schlüssel nutzt. Nie und nimmer, vor allem nicht bei der Größe. Das sind alles solche alten, großen Schlüssel. Würdest du doch einen Schlüssel machen, der für alle passt. Also du willst irgendwas Krasses verstecken.
Natürlich! Noch Pfeile vielleicht? Ah, hier brauche ich zwei. Okay. Oder? Brauche ich doch nicht? Ich hab's geschafft. Die Frage ist... Hier müsste noch eine Tür sein, ne? Hier. Ja, gerade den Gebrochenen besiegt. Leider nicht aufgenommen, aber war auch nicht so schlimm. Er ist geschmolzen mit diesem Bild, selbst ohne Revolverhelden. In 0, nichts. Mit Nebula dazu. Keine Chance. Was haben wir bekommen? Ein Nahkampfmod namens Gladiator. Kampfmagier. Den hier. Genau. Den bekommen wir bei einem Gebrochenen. Und habe ich denn langsam mal... Ach nee, ich habe mir ja... Okay. Also wieder hoch. Hier ist zwar eine Kammer gewesen. Er kam von hier. Okay. Rote Schalter. Nehme ich. Komm. Beim ersten Mal ist er nicht ausgelöst, der Schalter. Ist ja interessant. Ja, natürlich gehe ich erstmal da lang, wo ich nicht leihen muss. Damit ich die Falle nochmal nutze. Dabei war das wahrscheinlich ein Rundgang. Warte mal, ich guck mal schnell. Das war doch locker einfach nur ein anderer Raum. Ah, ich bin so dumm. Ja, siehst du? Okay. So, knapp an den Füßen durch. So, jetzt gucken wir uns erst die Map an. Okay, den Weg habe ich. Aber wahrscheinlich hätte ich den gebraucht. Diesmal wieder vom Falschen entschieden. Ich dich jetzt öffne als Shortcut. Mir geht's nach unten. Ja.
Point of Nobiteur, und das heißt, wir müssen nochmal zurück. Ja. Njong. Armwappen des dunklen Myris. Die Gesamtmenge der verursachten Elementarschadens. 15% verursacht. Okay, nicht schlecht. Elementarbild. Für den Archon. So, letzte Etage. Aber habe ich nicht bisher alle Druckplattenrätsel alleine lösen können? Kommt wahrscheinlich noch eins, das ich nicht alleine lösen kann. Hey. Ich sehe ein Tentakelmonster aus dem Wasser kommen, was nicht passieren wird, aber es wäre cool. Keramikflasche. Ja. Liegen da. Oh, endlich mal wieder Korrosions- und Säureschaden. 5 fein platziert. Oh, gleich mal ausprobieren. Mach dich vom Acker, Fremdling. Schnauze! Du bist irgendwann die. Oh, ey, wenn du keine Ingenieurin wärst, wärst du die Erste mit deinem Verhalten. Noch im Atelier. Sie kommen. Hops. Okay, hatte ich schon. Nee, 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 nee. Kennen wir doch. Kennen wir doch. Alles kein Problem. Okay, hier ist ein. Ihn verarscht. Er hat die Akku verloren. Da ist er tot.
Das passt nicht mehr. Oh, schade. Okay. Schnell das Ding. Ich liebe diesen Revolver. Wo ist der Gegner? Eine Chance. King Gatling ist am Start. Okay. Moment, das war doch, ja genau, das war ja bloß der Weg. Gut, 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 gut. Zuerst rechts oder links? Es ist ein Point of No Return, aber... Ich habe ja eh keine neuen Punkte. Mod laden, damit ich initial starten kann mit dem Monarch. Barb voll. Okay, das war's hier. Irgendwie vergesse ich immer die Tränke. Okay, lass mal gucken, ob es hier noch weiter nach rechts geht. Ja, geht's. Okay, dann gehe ich erst nach links. Jetzt geht's los. Das könnte das Atelier sein. Doch wieder den falschen Weg gegangen. Ja, guck mal hier. Oh, Homing. Wie, Moment. Ist wieder genau derselbe Kack. Wie im letzten... Das ist wieder der Rundgang, bei denen ich schon mal hier links unten die Tür. Gottes Willen, zwei... Also... Man sollte sich wünschen...
wie soll ich sagen, ohne Remnant 2 schlecht zu machen, weil es gefällt mir ja als Spiel. Aber ey, so häufig wie schon dieselben Layouts von Kartenabschnitten gesehen habe, jetzt wird es langsam langweilig, kann man sagen. Weil es macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Souls-Likes sind dafür da, um Entdeckung voranzutreiben. Und das hier ist, ist wirklich langsam redundant. So. Haben wir das wieder abgestellt. Stimmt, das war doch bei dem Bild mit Thorn, ne? Mit den Explosionsbild. Da haben wir doch denselben Abschnitt schon gehabt. Wenigstens ein bisschen Gesundheit wiederholen, wenn es denn geht. Dafür brauche ich allerdings Ausdauer. Ich liebe es, wenn sie dahin schmelzen unter einem Sturm von Plasmafeuer. Ah, es ist so schön. Das ist echt wieder ein befriedigender Bild. Und das meinte ich halt in den anderen Folgen. Du kannst halt, egal was du dir vornimmst, ob es eine Mod ist, ob es eine Waffengattung ist, ob es eine Mod für eine gewisse Waffengattung ist, ob es eine Eigenschaft von einer Waffe ist, du kannst in Remnant um alles ein Bild erstellen. Ob es ein Schadenstyp ist, ne? Ob es eine Fähigkeit, ein Archetyp, eine passive Eigenschaft ist. Du könntest rein theoretisch für alles ein Bild machen. So, und wieder ein bisschen Gesundheit wäre schön. Brauche ich Gegner. Das Atelier ist ja bald auch fast jetzt rum. Bosszeit langsam, aber sicher. Ah, guck mal hier. Ja, ich hab's doch gewusst. Ist hier jetzt der Kreisel? Ich machte dich aus Lehm. Treidel, Treidel, Treidel. Okay, mal gucken. Jetzt könnte ich aber allerdings... Eigentlich habe ich es nur gemacht, um euch zu zeigen, dass ihr an erster Stelle mit den Revolverhelden bei Aktivierung unendlich Reserve kriegt, wird beim Boss allerdings weniger hilfreich sein. Deswegen switchen wir wieder roh und munter. Aber ich krieg viele Buffs. Shit! Ah, natürlich drückt er trotzdem. Aber nicht ausweichen. Dann nochmal. Oh oh. Wie denn? Ich roll doch schon weg. Ey, ich drücke gefühlt eine Sekunde zu spät.
Komm, Heilung. Nicht mehr lange, dann ist er weg. Heilige Scheiße. Ah, jetzt raff ich es erstmal. Hätte ich mich von Anfang an auf die Dunkelblauen konzentriert und hätte sie einfach mit meinem roten Primärfeuer angegriffen, wäre ja noch schneller weg gewesen. Aber ich will ja irgendwie den Boss auch leeren. Macht ja keinen Sinn, mit einem OP-Bild den Boss zu schmelzen und dann nie die Ahnung zu haben, wie man ihn nochmal legen könnte. Ja, das Atelier ging auf jeden Fall schneller. Oh, da ist es. Und weg. Boah. Okay, jetzt bekomme ich die alte Flöte. Mit der kann ich was bauen. Aufstehen, kleiner Mann. Hä? Was? Ey, das ist genau wie die... Also, das ist noch völlig okay. Und irgendwie glitzert es auch, aber zum Beispiel will ich ja Meridian immer noch bekommen für den Explosion-Trigger-Bild. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und da musst du tatsächlich, ne, bei den flutenden Abwasserkanälen die Gegner killen, damit das Wasser fließt und 90 Minuten später wiederkommen. 90 fucking Minuten. Oh, jetzt haben wir erstmal alles, was ich noch bekommen konnte. Zuerst Waffenmods. Sag ja nix. Du bist zurück? Ja, sehr gut. Was braucht... Dich, Hitzewelle. Und tschüss. Und tschüss. Können wir gleich mal wieder... ausrüsten. Silverback. Obwohl, dich lasse ich da drauf. Dann nehmen wir die Tech 22. Auch so eine. Okay, Aktivierung von Aura. Manche sind Deutsch, manche Englisch. Das ist so komisch. Okay, Burning und Fire Damage. Okay, nice. Ist es eine Explosion? So, jetzt haben wir dich als nächstes. Medaillon, denn ich habe jetzt den leuchtenden Pfad dreimal. Noch eins? Ja, ja. Es ist offensichtlich, dass ein weiteres Stück den Kreis vollenden wird. Ich denke, dass drei Stücke... Wie? Ich habe dir doch drei gegeben. Das ist schon der dritte. Naja, dann eben nicht. Dann hat er irgendwas... Gibt es für irgendwas einen Bug beim zweiten? Oder hat es nicht gespeichert? Oder vielleicht war es, weil ich den in meiner Kampagne geholt habe und Kampagne und Story-Modus gleichwertig sind? Ich sehe dich, So. Ich wusste. Finally. Bis zum nächsten Mal. Anrufer. Nice.